Tja, bei uns in Zoo, da könnt ihr eine Menge Spaß haben. Es gibt auch viel zu lernen und so weiter. Natürlich machen wir mehr und mehr Artenschutz, bin ich sehr stolz drauf. Aber was viele Leute nicht wissen, ist, dass wir auch Forschung machen. Also jedes Jahr dann arbeiten wir an 10 bis 20 Forschungsprojekten mit. Meistens ist es nur ein Fragebogen ausfüllen über, ja, wie man Tiere haltet oder so weiter. Manchmal schicken wir auch einen Monat lang, sammeln wir Code von den Gibbons und so weiter. Ne? Also das machen wir auch. Wenn irgendwie möglich, dann machen wir an Naturschutz, an Forschung mit. Jetzt hier wird auch Forschung gemacht, aber sehr aktiv. Hier ist Karen Seiche. Karen, was machen wir hier im Zoo? Ja, also wir nehmen jetzt den Graureiherbestand auf, weil es jetzt so in den letzten Jahren sich die Entwicklung gezeigt hat, dass der Graureiher so ein Refugium fast in den Zoos besitzt. Die größten Kolonien in Sachsen haben wir jetzt im Zoo. Wir erfassen die Bestände jetzt über 20 Jahre schon und haben dann guten Eindruck. Leider ist es ja mit dem Zoo sehr schwierig, aber ja, aus Sicht des Artenschutzes ist es gut, dass es diese Möglichkeit gibt für die Graureiher. Ja, ja, es ist ein Spagat. Ja, ja, es ist ein Spagat natürlich, weil hier muss man immer hochgucken und nicht so lange stillstehen dort, wo die Straße weiß ist. Aber andererseits ist es auch sehr interessant und wir sind froh, dass wir jetzt auch auf diesem Weg an ein bisschen Forschung mitmachen können. Also tipptopp. So, also bei 47 sind wir. 47, jetzt schon? Ja. Wir haben ja gerade erst angefangen. Aber ich glaube, hier ist das Zentrum. Ja, es ist eher eine Ausnahme, dass die schon so groß sind. Also wir waren jetzt bei 112? Ja, glaube ich, müssen wir nachgucken. Also ein bisschen weiterzählen, haben wir das, die größte Kolonie in ganz Sachsen. Ja, das kann passieren. In so hohes Wetter, liebe Leute. Ja, das ist aber auch schön.